Hallo und herzlich willkommen zurück zu Summertime hier auf Summer Island. Und wir sehen gerade das Stadion in einer anderen Perspektive, mal von oben. Jetzt kann man es auch mal in der Gänze erfassen. Erstens, wie groß das Teil eigentlich ist und zweitens, wie cool das dann doch aussieht. Ich glaube, das ist uns wirklich, wirklich gut gelungen, finde ich. Schick. Also da hinten links ist ja mein kleines Häuschen. Ich mach mal den Cursor an. So, da hinten ist mein kleines Häuschen, winzig klein, ne? Da ist Tirim. Rira hat ganz ordentlich weitergebaut, also da ist noch einiges entstanden. Hier Mondi, also Mondis Haus, wirklich fantastisch, sehr schön, da müssen wir auch mal hingehen und uns das anschauen. Hier macht Ray irgendwas, ich bin mir noch nicht ganz sicher, es ist auf jeden Fall sehr aufwendig. Ich arbeite da schon ziemlich lange dran und vor allem das Farm ist hart. Wuppertaler, ich glaube Wuppertaler baut unterirdisch. Man sieht hier nichts. Er arbeitet, aber man sieht irgendwie nichts, ne? Das, ich glaube, er baut sich nach unten irgendwo. Das ist irgendwas Geheimes. Schauen wir auch mal. Da hinten wäre jetzt eigentlich Shiro. Die sieht man von hier aber nicht. So weit geht die Sicht nicht. Ja, ich stehe hier auf Sand und habe mich mal hochgebuddelt, weil ich das Ganze mal von oben sehen wollte und auch euch mal zeigen wollte. Ja, wie kommt man hier runter? Meine Shovel ist schon ziemlich down. Das heißt, sich hier runterschaufeln wäre nicht so schlau. Aber, was schlau ist, ich habe mich hier direkt ans Wasser hochgesteckt. Das heißt, ich kann ja einfach so einen schönen, grausamen Sprung machen und nachher dann hier mit so einer Torch den ganzen Stack auf einmal abarbeiten. Springen wir mal los. Juhu, ins kühle Nass. Herrlich. Scheiße, ist das flach. Eigentlich hätte es ja doch Schaden geben müssen, ne? Na gut. Das ist Minecraft. Na, oh, falsch. Ja, das hat geklappt. Da fällt jetzt alles runter. Das war's. Nur noch einsammeln und die Sache ist erledigt. Gut, gehen wir mal ins Stadion und schauen uns mal die Spiele von gestern an. Portugal gegen Marokko, XX, das ist nicht ganz wahr. Portugal hat 1:0 gegen Marokko gewonnen. Das tragen wir auch direkt mal ein. In Bold, 1:0. 0, Mensch, ja. Holen wir uns das Büchlein mal raus. Das hier packe ich mal alles weg. Brauchen wir gerade nicht mehr. So, Portugal-Marokko. Dann hat gespielt Uruguay gegen Saudi-Arabien. Das ist da drüben. Das Spiel ging aus 1:0 für Uruguay. Ach stimmt, das war ja der Tag der 1-0er. Das Witzige ist, ich habe daraus eigentlich einen Tag der 3:0-Ergebnisse gemacht, weil ich habe alles 3:0 irgendwie getippt. Ja? Hinten Spanien 0:3. Ja, also. Aber immer mit 3 Toren für den Sieger. Und es ging halt immer mit einem Tor für den Sieger aus. Also ich habe keinen Volltreffer gelandet, aber ich glaube, alle Sieger richtig getippt. So, das hier halt 1:0. Vielleicht das letzte Spiel, Iran gegen Spanien. Hier. Und das ging dann natürlich 0:1 aus. Wobei man sagen muss, Iran hat echt gut gekämpft. Ich hatte kurzzeitig auch gedacht, dass der Iran das irgendwie noch schafft. That's it. Jetzt haben wir die 3 Bücher und gehen mal runter und verteilen die Fläschchen. Here we go. Spiel 1. So, Portugal hat 1:0 gewonnen. Sieger Portugal, alles Portugal. 1:0 gewonnen. Ja, Shiro Volltreffer. Shiro bekommt also 3 XP-Fläschchen. 1, 2, 3. Und der Rest. Alle, die getippt haben, bekommen sonst noch eins. Max Games, Rira, Tirim, Freyag. Mhm. Freyag. Max Games. Tirim. So. Nächstes Spiel. Uruguay gegen Saudi-Arabien. Ging 1:0 aus. Für Uruguay natürlich. Wer hat gegen Uruguay getippt? Gegen Uruguay. Okay. Tirim hat ein 1:1 getippt, ne? Knapp daneben. Ansonsten sind alle, ich habe ja auch auf der nächsten Seite habe ich 3:0 getippt. Ich habe alles 3:0 getippt. Ach ja. So, Uruguay. Also, Max Games, niemand hat richtig, ne? Das war 1:0 niemand, ne. Aber Max Games bekommt ein Fläschchen, Mondi nicht. Max Games, Shiro, Raixin, Rira. Max Games. Shiro.
Barbierer. So, Max Games, Shiro, Rira und Ray bekommt auch. Und ich auf der anderen Seite habe ja auch schon. Okay. Ray. Jawohl. Und das letzte Spiel hat dann Spanien gewonnen. Alle haben Spanien vorne gesehen, ausnahmslos, und niemand hat 0 zu 1 getippt. Ich finde es witzig, dass dem Iran hier so ein Tor noch zugesagt wird. Klar, wäre toll gewesen, ne, wenn Iran noch irgendeins geschossen hätte, ich hätte es ihnen gegönnt. Naja, hat nicht sollen sein. Okay, also es bekommen Max Games, Shiro, Rira, Tirim, Freyak. So, Shiro, Lemoire, Max Games, Tirim, Rakes sind echt nicht? Echt nicht Ray? Und Rira. So, und da fällt mir gerade auf, ich sollte das nicht so kreuz und quer machen, sondern systematisch von einer Seite anfangen, weil ich glaube, ich wäre fast gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss nachher in der Aufnahme mal schauen, ob ich mich vertan habe. Wenn ich jemandem zu viel gegeben habe, dann werde ich das nachher noch korrigieren. Ich, ja, okay, well. Ach ja, okay, gut. Ich glaube, das war's. Jetzt haben alle ihre Fläschchen bekommen. Bleibt also noch... Sonne geht wieder unter. Wollte schon sagen, so ein kleines Siegerchen zu machen. Aber ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Die Sonne ist noch zu weit oben. Man kann es nicht richtig sehen. Nun gut, dann zu den Spielen von heute. Heute spielen Dänemark, Australien um 14 Uhr. Das heißt, in wenigen Minuten. Dann Frankreich gegen Peru um 17 Uhr. Und heute Abend Argentinien gegen Kroatien. Und auf Argentinien gegen Kroatien bin ich ja mal so wirklich gespannt. Ja, freue mich auf das heutige Spiel. Frankreich-Peru ist halt Frankreich gegen Peru. Und Dänemark-Australien, ja, das lasse ich wahrscheinlich eher im Hintergrund laufen und gucke hin und wieder mal ein bisschen zu. Ja, und jetzt ist auch schon so dunkel, deswegen sage ich jetzt mal ciao. Ich lege mich jetzt eine Runde hin in Minecraft und mache dann gleich das Spiel an. Und wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Folge. Bis dahin, macht es gut. Ciao.